So ein Mix aus beiden, glaube ich. Ich selber koche nicht. Also wenn ich da mal am Herd stehe, helfe ich meiner Frau. Übergehend kocht sie dann halt. Und na klar, bestellt man sich auch zwischendurch mal eine Pizza. Ganz klar Dortmund. Ich glaube, ich habe auch 14 Jahre bei dem Verein gespielt. War immer schon ein großer Fan von dem Verein. Und als Dortmunder, glaube ich, gibt es kein Schalke. Ganz klar Klopp. Ich habe intensive und schöne Gespräche mit ihm gehabt, durfte unter ihm arbeiten, habe meine Einsatzzeiten unter ihm bekommen. Und unter Tuchel war das leider nicht so und deswegen Klopp. Da glaube ich eher die Currywurst, weil das Fischbrötchen habe ich noch nicht ausprobiert. Die Currywurst war schon ein, zwei, dreimal dabei und deswegen eher Currywurst. Sylt war ich noch nicht, kann ich dazu nicht sagen. Mallorca war ich auch schon, klar, Abschlussfahrten nach der Saison mal, deswegen eher Mallorca. 10. Ich glaube, 10 ist so eine Nummer im Fußball, das hat so eine bestimmte Bedeutung, glaube ich. Da steht man ein bisschen mehr im Vordergrund, glaube ich. Und der Forderung will ich mich stellen und der will ich gewachsen sein und deswegen der 10. Mit Grätschen habe ich nicht so viel Erfahrung gemacht. Ich glaube, einmal richtig gegrätscht und bin damit vom Platz geflogen. Übersteiger ist da sinnvoller für mich, gerade als Offensivspieler, den mal zu verwenden und deswegen der Übersteiger. Ja, Marvin ist natürlich jetzt am kürzesten hier bei uns. Es ist natürlich schwer, noch was über ihn zu sagen, aber er hat einen sehr, sehr vernünftigen Eindruck gemacht bei den ersten Malen, wo er sein Reha-Programm hier absolviert hat, wo wir ihn getroffen haben. Und ich freue mich, wenn er fit ist und wenn er uns helfen kann, weil man hat in der Vergangenheit gesehen, dass er auf jeden Fall das Tor trifft.